Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Super Princess Peach. Wir sind in der fünften Welt, sind beim Boss angekommen und ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, auf geht's, lasst es uns versuchen. Und wir sollen den Baumstamm drehen, bis Peach nach oben kommt. Sowas ähnliches hat man ja, glaube ich, schon mal gehabt. Ja, und da bin ich natürlich gleich wieder da in den Baumstamm rein. Okay, wollen wir mal gucken hier. Dass wir hier schön nach oben kommen. So. Ah, da hat es uns erwischt. Mist, der hat noch nicht gesteckt. Das heißt, wir dürfen nochmal von unten anfangen. So. Hier haben wir geschafft. Mal schauen, dass wir die auch schaffen. Wenn sie blinken, komme ich da wahrscheinlich durch, ne? So, sehr gut. Den einen lassen wir mal noch. Sehr gut. Wie sieht's aus? Oder. Ah, kurz vorm Ziel hat's uns erwischt. Naja, gut. Also einmal ganz schnell nach oben. Geht nicht, vielleicht kann ich woanders rumdrehen. Ah, ne, da komme ich runter. Das geht Klima gar nicht. Ich muss rechts rumdrehen. So, hier kommen wir ganz gut durch. Vielleicht kommen wir hier auch noch durch. So. Die zwei schießen jetzt ein bisschen langsamer. Jetzt ein bisschen schneller. Jetzt auch ein bisschen schneller. Komm, 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 komm. Einen haben wir noch. Und jetzt nach oben und durch da. Ah, und dann sind wir beim Boss. Ich bin ja gespannt, wer uns hier erwartet. Da vorne lauert ein riesiger Blooper. Schalte seine Tentakel aus und triff dann sein Maul. Spüle seine Tinte mit Wasser weg. Wenn er einnickt, dann bring die Blase schnell zum Platzen. Okay, ich brauche hier wahrscheinlich meine Fähigkeit zu heulen. Alles klar. Okay, die Tinte mit Wasser weg. Ah, der riesige Blooper. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir genau hier machen müssen. Die Tinte mit Wasser wegspringen. Das war ja auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Tipp, ne? Dann irgendeine Blase zum. Okay, Moment. So klappt es ja nun mal schon mal gar nicht. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, Moment. Muss ich den da schlagen, oder was? Nee. Schlagen kann ich auch nicht. Ja, da kriege ich ja. Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Hä, wie komme ich denn hier frei? Okay, ich bin gleich das erste Mal gestorben, weil ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Oh Mann, okay. Spiel überspringen, ja. Okay, nochmal lesen. Da vorne lautet, schalte seine Tentakeln aus und triff dann sein Maul. Spüle seine Tinte mit Wasser weg. Okay. Seine Tentakeln soll ich treffen. Aber wie treffe ich denn seine Tentakeln? Kann ich das nicht auch irgendwie überspringen? Nee, das geht nicht. Okay. Also die Tinte auf dem Boden soll ich irgendwie wegspülen mit Wasser. Das habe ich schon irgendwie verstanden. Aber den Rest? Wie treffe ich seine Tentakel? Da muss ich erst mal sehen. Ob ich da. Okay, warte mal. Okay, das habe ich auch hingekriegt. Ah! Okay, jetzt bin ich wieder raus da. So, das ist die zweite Tentakel. Und das ist die dritte. Und jetzt?
Was soll ich sein Maul treffen, oder was? Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was ich hier jetzt machen muss. Ich habe noch kein Leben verloren. Noch kein Dings geschafft hier. Ah, okay, warte mal, da bin ich da rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie muss ich das jetzt machen hier? Also das Maul treffen, das habe ich irgendwie verstanden. Aber nicht so richtig irgendwie. Ah, okay, jetzt habe ich ihn zumindest immer getroffen irgendwie. Okay, Moment, was machst du? Okay, da bin ich drauf gesprungen. So, jetzt habe ich das auch getroffen, aber wie? Wie soll ich jetzt sein? Ah, okay, Moment. Erstmal die ganze Tinte hier wegmachen und das Herzchen holen wir uns. Okay. Das habe ich auch noch verstanden. So, okay. So. Einmal hier ein bisschen Wein, das weg. So. Die macht mir ja nicht aus, die Tinte ja eigentlich. Oh, jetzt habe ich nichts mehr, ne? Oh Gott, ich habe auch nicht mehr so viel Leben jetzt. So. Okay, nur noch 2 Leben. Alles klar. Jetzt machen wir hier nochmal ganz schnell Heule, Heule, Heule. Dass wir hier keine Tinte haben. Die Frage ist, was macht dann jetzt? Jetzt schläft er, ne? Ach, der heilt sich, das ist natürlich. Warum heilt der sich? Ah, die Blase hätte ich kaputt machen sollen. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. Welcher schlägt jetzt zu? Oh, du machst. Die haben ja eigentlich nicht so viele. So viele verschiedene. Die haben ja eigentlich gar nicht so viele verschiedene Phasen. So. Ja, lass mich los, lass mich los, lass mich los. So. So, jetzt habe ich dich. Muss ich gucken, dass ich deine Blase kaputt. Nee, ich wollte eigentlich hier Wasser. So, du darfst ihn nämlich nicht heilen. So, ein Treffer noch. So. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Boah. So.
Und da haben wir ihn besiegt. Jawohl. Das war. Ja, war ein bisschen anstrengend, aber wir haben es soweit hinbekommen. Ich habe mich zwar ein bisschen blöd angestellt, vielleicht. Aber ich weiß gar nicht, sind wir eigentlich überhaupt einmal gestorben jetzt oder haben wir es gleich geschafft? Aber wir bekommen auf jeden Fall wieder einen Traum zu hören. Du hast einen Tod gerettet. Okay. Schmatz, warum gerade ich? Ich werde nie wieder ein Junge sein. Dann werde ich auch Großpapa nie wiedersehen. Großpapa und ich, wir waren unzertrennlich. Doch dann verzauberten sie mich. Fieser Zauberer grübelnd. Nanu, ist das etwa der Kleine, den der Boss sucht? Aber ja, das ist er. Ich muss ihn zu ihm bringen. War das mal ein Junge? Hat er den Jungen in einen Schirm verwandelt? Ja, hahaha, es läuft wie am Schnürchen. Perfekt. Aber er hat's verloren. Hat er wirklich die Kräfte, von denen der Boss sprach? Nun ja, wir werden sehen. Der Boss wird sich freuen. Also ich vermute mal, dass das Karmic ist und dass der den Schirm bzw. den Jungen für Bowser holen sollte. Auf jeden Fall hat er den Schirm verloren. Und gefunden wird er von einem reisenden Händler. Nanu, was haben wir denn da? Meine Güte, der Schirm ist ja völlig verdreckt. Ach, und der verkauft ihn dann vielleicht Peach. Seufzt, den werde ich nie los. Aber er hat irgendwas. Tja, eventuell kauft ihn doch jemand. Mal sehen. Aha, der wurde von einem Händler gefunden und muss er ja zu Peach bzw. zum Tod gekommen sein. Uff, so stark bin ich nicht. Ganz und gar nicht. Aber deswegen haben sie es auf mich abgesehen. Das begreife ich nicht. Tja, es fehlt die Zeit, den Warum zu fragen. Sobald du dich etwas erholt hast, werden wir unseren Widersacher fertig machen und kräftig in den Popo treten. Scheinbar kommt jetzt noch eine Eiswelt. Okay, 16 von 16, 16 von 16, 16 von 16, 16 von 16, 16 von 16. Aha, wir arbeiten uns langsam hoch zu Bowsers Schloss vor. Und jetzt kommen wir in das Areal 6, in den Silberfirn. Und ja, wir haben jetzt nur einen Boss gemacht und werden uns auf jeden Fall noch Silberfirn 6.1 ansehen. Vielleicht gibt es ja noch eine neue Fähigkeit. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall gibt es hier schöne Schneemänner. Aber ich brauche erstmal nur Münzen. Münzen sind definitiv wichtiger. Oh mein Gott. Hier ist Eis. Da ist eine Röhre. Die Frage ist natürlich jetzt unten oder oben lang, ne? Wir gehen mal in die Röhre rein, vielleicht. Ja, hier gibt's. Oh, hier gibt's auch Eiszapfen. Das ist natürlich nicht so gut. Die Frage ist, müssen wir in die Röhre wieder zurück? Der Ball ist wieder. Okay, Moment. Okay, da geht's nach oben. Hier oben ist irgendwas. Hier oben ist irgendwas, aber scheinbar nur Münzen. Nee. Hier ist eine versteckte Röhre. Aber hier war auch definitiv irgendwas zu finden. Und hier ist ein Schneesturm. Aber hier hilft eigentlich nur Feuer, oder? Nee, nicht wirklich. Aber vielleicht hier. Nee, Feuer hilft ja auch nicht. Na, dann muss ich nochmal zurückgehen, weil hier gab es definitiv irgendwas. Da oben war nämlich auch noch eine Röhre. Und so wie ich das hier unten sehe, geht es hier unten auch irgendwo rein, ja. Da haben wir auf jeden Fall
Die Partitur für Wellen Island 2 gefunden. Aber ich vermute mal ganz stark, dass es hier irgendwo noch einen Tod geben wird. Die Frage ist, wir gehen jetzt mal hier oben rein, gehen nochmal zurück und dann wird uns ja angezeigt, also hier gibt es definitiv was. Hier gibt es nichts mehr. Aber hier gibt es auch noch was. Da unten könnte sogar richtig, könnte sogar der richtige Weg sein. Na nun sag mal hier. Peachy, was machst denn du? Oh, ich kann aber schnell schlittern hier. Komm, geh da. Du warst doch gerade schon mal da drin. Und wenn es hier irgendwas gibt, dann müssen wir natürlich schauen, was es hier gibt. Also ich vermute mal ganz stark, dass es hier einen Tod gibt. Die Frage ist natürlich nur wo. Okay, da gibt es einen Tod, aber wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Von hier oder was? Nee. Hast du einen Tipp für mich? Brr, ist mir kalt. Das Wasser gefriert, sobald es den Boden berührt. Bibber. Ah, okay, warte mal. Was heißt? Ah, guckt mal. Das heißt, einmal rutschen. Wunderbar. Das heißt, durch das... Oh, Peachy sagt... So, also, ich kann mit meinen Tränen Eis zu Wasser. Eis zu Wasser gefrieren lassen. Und hier komme ich nicht rein. Alles klar. Jetzt gehe ich auch nicht nochmal den untersten Weg dort. Aber wie gesagt, das war ja halt ein Bonusraum jetzt. Wie komme ich denn da unten rein dann? So, und da ist noch ein Tod. Da ist ja noch ein Tod. Da muss ich ja theoretisch gesehen auch irgendwie reinkommen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass ich hier Feuer brauche, oder? Ja. Okay, super. Haben wir das auch alles geschafft? Können wir hier zurück und können uns die nächste Röhre anschauen. Also ich denke mal, hier unten geht es ganz normal weiter. Weil hier gibt es ein Minispiel. Und da ist schon das Ziel. Du erhältst ein Minispiel. Totschütze. Finde es im Menü, ja. Mir fehlt aber trotzdem was. Und nochmal, da ist noch eine Röhre. Und hier ist aber auch noch eine Röhre. Komme ich nur da raus? Echt jetzt? Und da ist das Ziel. Okay, dann müssen wir hier nochmal rein. Dann müssen wir hier nochmal rein und noch einen Tod finden. Ich denke mal, irgendwo in dem ersten Bereich gibt es definitiv noch was. Aber das machen wir hier noch, weil die Folge ist ja nur noch nicht so lang. Also wir werden auf jeden Fall hier den Tod noch finden und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, denke ich mal. Weil es gibt auch mal ein paar kürzere Folgen. So, die 10er-Münze gibt es dem hier, weil ich möchte gerne... Ich möchte mir gerne noch was holen. Oh, da sind auch noch 10er-Münzen drin. Ja, aber ich denke mal, das werde ich hier nicht hinkriegen. Also da unten sind wir definitiv reingegangen.
Aber wir gehen mal hier oben weiter, weil ich vermute mal ganz stark, dass hier noch irgendwas ist. Genau, weil hier ist nämlich eine ganz normale Röhre. Und hier ist auch irgendwas. Und hier ist ein... Da ist eine Münze. Da ist auch nochmal so ein Ding. Okay. Dann gehen wir da rein. Ah, da wäre auch noch was gewesen. Und da ist der Tod. Okay. Okay, ich will auf jeden Fall erstmal die 10er Münzen, bevor wir uns den Tod holen. Die möchte ich nämlich gerne mitnehmen. Ich hoffe doch mal, dass ich jetzt nochmal oben rausgelassen werde. Da wird die Röhre. Wir gehen mal hier rein. Ja, da haben wir unseren dritten Tod. Sehr gut. Ich brauche aber noch... Ein bisschen Geld brauche ich noch. Ah, jetzt sind wir hier. Also wäre hier ja nochmal der richtige Weg, ne? So, ich werde mal hier kurz ein bisschen weinen. So. Und dann schlittern wir und holen uns die Münzen. Aber die reichen halt noch nicht, ne? Die reichen halt noch nicht. Noch nicht ganz. ...1500 brauche ich. Okay, 20 Münzen noch. Die sollten wir eigentlich ja noch kriegen. Ja. 11 Münzen noch. Und da haben wir... Ja, nee, 5 Münzen noch. Jetzt haben wir 1500. Da können wir uns auf jeden Fall... Da können wir uns auf jeden Fall noch im Laden dann... die Frage ist natürlich, was genau holen wir uns im Laden? Oh, 777 Münzen habe ich gekriegt. Jedes Mal, wenn ich jetzt einen Stern kriege, kriege ich wohl 777 Münzen. Also damit kann ich natürlich leben, ne? So, alle drei Tods gerettet, jetzt geht's ab in den Laden. So, Kleidschirm haben wir alles, brauchen wir nicht, wir gehen mal weiter. Okay, Launetee oder starken Kaffee? Ich würde sagen, komm, wir nehmen hier diesen Launetee. Da ist nämlich dann auch ausverkauft und dann können wir noch einmal Kaffee. Und dann haben wir auch die komplette Lebensanzeige. Ja, ich möchte den Laden verlassen. Also, Launetee gibt es nicht mehr. Wir haben die komplette Leiste voll. Wir haben hier in Welt 6.1 alles gefunden. Machen im nächsten Part mit Welt 6.2 weiter. Ich hoffe, ihr seid dabei und genießt mit mir und Peach diese schöne Winterwelt. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.